Hallo Leute, danke fürs Einschalten und hier sind eure Zuschauerwitze. Viel Spaß! Was ist weiß und fliegt? Die Biene Mayo. Ich wollte eigentlich einen Witz über Mexikaner machen, aber ich wollte die Grenze nicht überschreiten. Das freut den Trump. Warum wiegen verheiratete Frauen mehr als Singles? Singles kommen nach Hause, sehen, was im Kühlschrank ist und gehen ins Bett. Verheiratete Frauen kommen nach Hause, sehen, was im Bett ist und gehen zum Kühlschrank. Oh je. Was ist gelb, hat nur einen Arm und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Na, der Bagger hat wenigstens seinen Arm. Sagt das Kind zu seinem Vater, ich möchte zum Geburtstag ein iPad. Ach, das kriegst du. Dann kommt der Geburtstag, wo ist mein Geschenk? Hier. Kind öffnet das Geschenk und im Geschenk ist ein Augenpad. Ja, iPad. Wie nennt man ein Fahrrad mit drei Rädern? Ein Dreirad. Alle lieben junge Mädels, nur nicht Timas, der liebt Omas. Oh mein Gott. Lache niemals einen Polen beim Autounfall aus. Es könnte dein Auto gewesen sein. Oh ja. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Ja, schön flach. Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Carlos. Warum sind polnische Ärzte besser als deutsche Ärzte? Sie wissen, was dir fehlt. Alle kommen aus dem Kino sitzen. Außer Abdul, er bleibt stecken im Klappstuhl. Oh je, der arme Abdul. Was ist der schnellste Stuhl? Der Fahrstuhl. Geht eine dicke Frau in eine Bäckerei und sagt, ich möchte gerne rumkugeln. Darauf der Bäcker, aber nicht in meinen Laden. Oh ja, schöner Klassiker. Immer diese Leute, die nach Likes betteln. Like, wer das auch so sieht. Treffen sich zwei Lawinen, fragt die eine die andere, und was wirst du heute noch so machen? Daraufhin die andere, ach, ich misch mich unters Volk und du, ach, ich zieh um die Häuser. Oh je. Beste Freunde sind wie kurdische Augenbrauen. Die halten immer zusammen. Da muss ich glatt an Theo Weigel denken. Was ist weiß und fliegt nach oben? Eine behinderte Schneeflocke. Ja, Schneeflocken haben's nicht einfach. Was macht ein Schwein in Las Vegas? Er lässt die Sau raus. Ich wollte dir einen Zeitreisewitz erzählen, aber er gefiel dir nicht. Ja, jetzt bin ich neugierig. Was ist schwarz und sitzt auf einem Baum? Ein Spanner nach dem Waldbrand. Was ist rot und liegt daneben? Sein Fernglas. Das war es auch schon für heute. Danke für die Vorschläge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.